unterstellt, liegt die alte Erde immer noch und atmet ein und aus und ein und aus. Und der Baum am Rand der Straße schiebt die Wurzeln in die Tiefe, krallt sich fest und sprießt sein Grün. Der Sturm, der durch die Gassen fegt, ist älter als die Häuser, älter als der Menschenberg. Jeder Regentropfen reiste weiter, als dich deine Füße traben, quer durch Zeit und Raum. Weißt du, wo du herkommst? Weißt du, wo du hingehst? Spür die Erde unterm Stein, atme aus und atme ein. Weißt du, wo du herkommst? Weißt du, wo du hingehst? Spür die atme aus und atme ein und aus und ein und aus und ein und aus und ein und aus und ein. Überdauern dich und dein Geschick. Du hast Spuren hinterlassen, Erde, Luft und Wasser kennen deinen Namen immer da. Deine Sehnsucht fällt im Regen, deine Freude wurzelt in den Bäumen. Wächst himmelwärts. Jedes liebe Wort, das du einst sprachst, wohnt nun im Wind. Ich atme ein und aus und ein und aus und ein und aus. Ahnst du, wo du herkommst? Weißt du, wo du spür die Erde unterm Stein, atme aus und atme ein. Ahnst du, wo du herkommst? Weißt du, wo du hingehst? Spür die Erde unterm Stein, atme aus und atme ein und aus. Ein und aus und ein und aus und ein und aus und ein. Vielen Dank. Vielen Dank, Theresa. Herzlich willkommen. Es ist nicht zum ersten Mal, dass ich im Münster-Schwarzach bin, auch nicht zum ersten Mal in der Buchhandlung. Vor 3 Jahren war es, habe ich hier das erste Buch vorgestellt, das im Verlag des Münster-Schwarzacher Abtei, nämlich im Viertürmer Verlag erschienen ist, vom rechten Maß. Und danach kam 2015 das zweite Buch, nämlich Am Abend notiert. Haben Sie es alle gesehen? Ja? Hier? Noch höher? Noch höher halten? Und aus diesem Buch möchte ich vorlesen. Zunächst aber Am Abend notiert. Was hat es damit auf sich?
Es ist ein Art Tagebuch, aber nicht eigentlich ein Tagebuch. Es gibt 147 kurze Kapitel, maximal eine Seite lang oder auch nur 5-6 Zeilen lang, in denen ich ein besonderes Erlebnis, das ich an einem Tag hatte, beschreibe. Knapp und so, dass ich weiß, was habe ich aus diesem Erlebnis gelernt, herausgezogen, was war das Wichtige daran, und das versuche ich dem Leser wiederzugeben. Das sind Menschenbegegnungen, das sind Begegnungen mit der Natur, das sind Begegnungen mit anderen Kulturen, anderen Gewohnheiten. Und es ist 2014 und 2015 entstanden, etwa eine Berichtszeit von 1,5 Jahren. In dieser Zeit bin ich sehr viel gereist. Ich war in Indien unterwegs, ich war in Nepal unterwegs, ich war in Europa unterwegs, also nicht nur Deutschland, sondern auch Italien und Portugal und England, und habe jeweils darüber berichtet. Und wir wollen einmal einige dieser Texte lesen, und vielleicht haben Sie dann dazu Fragen oder selbst Anmerkungen, was Ihnen gefallen hat und was Ihnen nicht so gefallen hat. Ich fange an mit einer ganz grundsätzlichen Überlegung, nämlich über das Aufstehen und zu Bette gehen. In Indien fällt mir das viel leichter als hier. Warum? Seite 9. Mit der Sonne aufzustehen ist ein großer Trost, den mir Indien schenkt. Es ist Januar. Am Morgen und Abend ist die Luft frisch, oft Bodennebel. Die Städter wickeln dicke Schals um ihre Köpfe, tragen Monkey Caps, Mützen, die den gesamten Kopf umschließen und nur Augen, Nase und Mund freilassen. Sie erinnern an das Fell der Affen, das nur das kohlschwarz-nackte Gesicht ausspart. Die Menschen in den Dörfern haben den Oberkörper fest in Betttücher oder in breite Schals gewickelt, zweifach, dreifach, und gehen gebückt, um der beißenden Kälte weniger Angriffsfläche zu geben. Der Winter, meine bevorzugte Jahreszeit in Indien, behagt den Dorfbewohnern wenig. Sie haben nicht genug Wollsachen. Sie frieren, fühlen sich Erkältungen ausgeliefert, als könne man nichts gegen sie unternehmen. Dass man im Winter krank wird und mit Fieber im Bett liegt, gehört fast zum guten Ton. Bis 5:30 abends bleibt der Tag hell. Dann fällt rasch Dunkelheit ein. Morgens ist 6 Uhr schon Licht. 7 Uhr scheint diese kristallene, kalt, brillante Wintersonne. Sie wird wärmer und leuchtender, je höher sie steigt, und wandelt sich ins Blassrote. Diese Durchsichtigkeit der Bäume und Sträucher, auf die der Sonnenschein fällt. Es ist ein Trost, dass ich das ganze Jahr über nie im Dunkeln aufstehen muss. Auch im Winter kann ich täglich 6 Uhr aufstehen, den Tag, die Helligkeit zu begrüßen. Dieser 6-Uhr-Rhythmus gestaltet meinen Tag während des ganzen Jahres. In Deutschland ist das anders. Wenn ich zufällig im Winter dort bin, wie damals für Udo Kellers Begräbnis, wache ich im Dunkeln auf wie ein Gefangener. Finde keinen Anfang, verschwende die ersten Stunden und fühle mich den ganzen Tag davon beeinflusst. Lang ist er nicht, denn 5 Uhr herrscht wieder Dunkelheit.
wenn Geist und Körper noch frisch sein könnten. Dass in Indien dieser gleichmäßige Tag-Nacht-Rhythmus zum normalen Wohlgefühl beiträgt, ist mir als Jugendlicher nicht bewusst gewesen. Jetzt prägt er mich. Eine weitere interkulturelle Bemerkung, nämlich zu den Mahlzeiten. Dieser Text ist entstanden in Ebenkoben in der Pfalz, wo ich einige Monate lang während dieser Berichtszeit gelebt habe. Im Restaurant eine Pizza gegessen. Es war ein seltener Sonnentag. Die Gäste saßen draußen in einem von Sträuchern eingefassten Viereck. Wie immer beobachtete ich die Menschen von meinem Tisch, wie sie aßen, wie sie miteinander in Worten und mit dem Körper sprachen. Einer der italienischen Kellner berührte einen Gast in einer angedeuteten Umarmung. Sofort war offensichtlich, dass er ein Landsmann ist. Wenn sich Essen einzig auf das Stillen des Hungers konzentriert, ist es eine grobe, eine geradezu ungehörige Angelegenheit. Wenn Essen mit Geselligkeit, mit Muße, mit Genuss als einer kulturellen und kultivierten Beschäftigung zu tun hat, wenn Essen die kreativen Gedanken und Bilder hervorlockt, wenn der Mensch dabei zur Ruhe kommt, in sich geht, wie die Nahrung in ihn geht, dann ist eine Mahlzeit in ihrer rechten Umgebung. Ich lobe mir die europäische Sitte des gemeinsamen Mahles, wie wir sie heute hier auch im Kloster hatten. Die Familie sitzt um einen Tisch und isst, und zwar dann, wenn alle sitzen, früher und manchmal auch heute, wenn alle das Tischgebet gesprochen haben. In Indien fehlt dieser Brauch. Obwohl so viele tägliche Verrichtungen auf Gemeinschaft ausgerichtet sind, fehlt die Gemeinschaft beim Essen in Indien. Es ist ein individueller Akt, aufgeteilt in jene, die essen, und andere, die bedienen. Essen ist Rollenverteilung in der Familie, der Ehemann isst, die Ehefrau bedient. Danach ist auch die Frau. Essen ist ritueller Akt, einem Gottesdienst nahe. Die Speisen sind sakramentalisiert und werden als Prasad zu sich genommen. Auch das ist nur als individuelle innere Geste gegenüber dem verehrten Gott möglich. Es ist vertikale Gemeinschaft beim Essen zwischen Mensch und Gott, während die horizontale Gemeinschaft fehlt. Beim gemeinschaftlichen Essen in Europa dringt auch religiöser Geist durch. Das gemeinsame Mahl als Sinnbild himmlischer Vollendung, als Vollzug der Erlösung, als Abbild des letzten Abendmahls zu Jesu Zeiten. Wichtig ist, dass eine Mahlzeit, auch wenn ich sie allein einnehme, niemals nur mit dem Stillen des Hungers zu tun hat. Und jetzt springen wir nach Nepal. Diese Idee, diese Beobachtung, von der ich jetzt erzähle, über die Geschwindigkeit der Landschaften. Diese Beobachtung habe ich in Nepal gemacht. In einem kleinen Dorf im Distrikt Solukumbu, im Haus eines lieben Freundes. Jede
Jede Landschaft hat ihre eigene Geschwindigkeit. Jede Landschaft will mit einer zu ihr passenden Geschwindigkeit durchquert werden. Die Berge haben die geringste Geschwindigkeit. Alle paar Schritte ändert sich der Blick auf die nähere Umgebung. Der Weg führt um die Felsnase und schon öffnen sich neue Panoramen. Auch der Blick in die Ferne zeigt rasch neue Perspektiven. Die Wege in den Bergen sind von Natur aus schwierig, man kommt langsam voran, braucht Lungenkraft für Anstiege und kräftige Knie für die Abstiege, muss immer wieder vor die Füße schauen, damit man nicht stolpert und strauchelt. Jede weniger klein strukturierte Landschaft ist schneller. Mit dem Rad fahre ich am Rebhängen, etwa im Rheintal, vorbei oder durch Weizenfelder und empfinde mich in meiner Geschwindigkeit einig mit meiner Umgebung. An Flüssen kann ich schneller entlangfahren als an Bächen. Breite, großzügige Hügel wollen wir ebenso großzügig rasch durchreisen. Die Wälder? In ihnen gibt es so viel zu sehen, sie bieten viele Gründe, stehen zu bleiben. Aber wer immer wieder stehen bleibt, betrachtet nicht mehr das Einzelne, sondern sieht nur Wald und wieder Wald und beschleunigt die Geschwindigkeit. Autos fahren fast immer zu schnell. Darum sind mir lange Autoreisen zuwider. Selbst wenn wir nicht am Steuer sitzen, sind wir zu intensiv mit dem Fortkommen auf der Straße beschäftigt, als dass sich die Landschaften einprägen könnten und uns ihr Wandel beeindruckte. Warum haben wir selten das Gefühl, dass Züge hasten? Wenn wir die Anzeige sehen, dass ein ICE 200 Stundenkilometer fährt, staunen wir. Ist es, weil die Kurven weit sind und fast unmerklich genommen werden? Weil wir nicht nach vorn blicken, sondern die Landschaften zu beiden Seiten wahrnehmen? Wir widmen uns unbesorgt dem Schauen, da keine Unfälle zu befürchten sind. Der Zugführer sitzt anonym und isoliert in seiner Kabine. Wir vergessen, dass uns jemand fährt. Da die nächste Umgebung wie wilde Schatten vorbeiflitzt und unsere Augen aufregt, richten wir sie auf den Mittelgrund und in die Ferne. Dort fließt die Landschaft gleichmäßig und still vorbei, durch die Glasscheibe wie in einer anderen Welt erscheinend, aber dennoch wirklich und ausdrucksvoll. Wüsten überfliegt man besser. So empfinde ich es auf dem Weg nach Europa über die grauen Wüstenfalten im Mittleren Osten. Doch habe ich nie Wüstenwanderung unternommen. Würde sich mein Eindruck ändern? Fragezeichen. Und noch einmal ein Wort zu Landschaften, nämlich Gebirge oder Meer. Diese Beobachtung habe ich in Portugal aufgeschrieben. Im Gebirge oder am Meer, frage ich mich häufig, wo würde ich lieber wohnen? Die Berge saugen mich an. Ihrer Magie kann ich nicht ausweichen. Es drängt mich, in die Höhe zu klettern, zum Fluss hinabzusteigen, zu jenem Fels, auf diese Kuppe, zu jenem Wald. Von allen Punkten möchte ich die sich wandelnde Perspektive erleben, denn jede teilt etwas anderes mit und ruft eine eigene Stimmung hervor. Ich stelle mir vor, wie die Menschen in diesem Haus im Tal oder in jener Hütte weit hinten am Hang leben. Woher kommt das Holz, mit dem sie ihre Kochfeuer entzünden? Wie schützen sie sich gegen die Kälte? Wie viel Härte können sie ertragen?
Woher kommt die Freude in Ihrem Dasein? Haben Sie Sehnsüchte? Eine Gebirgslandschaft entfacht meine Aktivität, die Fantasie bekommt übergenug Futter. Auch das Meer macht mich unruhig, aber es ist eine mich einschläfernde und umnebelnde leichte Nervosität, die nicht zur Aktivität herausfordert, sondern eher zu metaphysischen Gefühlen, die Leben, Tod und Nachleben gegenwärtig machen. Die Wellen, die schäumend auf den Strand krachen, die Wellen, die ihr gewaltsames, laut mächtiges Spiel treiben, ohne je aufzuhören, verursachen einen Rauschzustand, eine Benommenheit, die lange bleibt, wenn das Meer wieder fern ist. Das Gebirge verleitet mich zur Tätigkeit, das Meer zu einer Erstarrung. Von Portugal bin ich nach Paris gefahren. Als Student habe ich ein Jahr in Paris studiert. Und danach bin ich in Indien gewesen, über 40 Jahre lang, und habe Paris nie wieder gesehen. So war ich denn sehr ängstlich, etwas besorgt, wie würde Paris nach 40 Jahren auf mich wirken. Wollen Sie die Antwort hören? Ja. Paris nach 45 Jahren wiederzusehen, hatte ich mir befremdend, enttäuschend vorgestellt. Der Erinnerungsoptimismus wird die Stadt verwandelt haben. Die 9 Monate, die ich als 20-Jähriger in Paris verbracht habe, waren intensiv, bewegt. Ich wohnte die ersten 6 Monate in einem katholischen College, wo ich morgens und abends eine Schülerklasse beaufsichtigte. Tagsüber fuhr ich nach Paris hinein, um Französisch zu lernen, Sorbonne-Kurse, Alliance Française. In den letzten 3 Monaten teilte ich mir ein Zimmer in der Innenstadt mit Robert, dem amerikanischen Musiker, der auch Französisch lernte. Tagelang wanderte ich allein und mit dem Freund durch die Boulevards und die Gassen. Die Mahlzeiten in Winkelbistros, in denen es billig war, in denen wir endlos Baguette nachbestellen konnten, ohne dafür zu bezahlen. Durch die schmalen Gassen mit ihren kleinbürgerlichen, Kleinpariser Gerüchen. Bald fand ich Plätze und Ecken, die zu Lieblingsplätzen und Lieblingsecken wurden, die ich immer wieder besuchte und nur Robert zeigte. Dazu Lieblingskirchen und Statuen und Gärten. Ist das eine Romantisierung der guten alten Zeit? Nein, die gab es nicht. Ich hatte meine Probleme, vor allem die Unsicherheit, welche Zukunft ich wählen sollte. Manchmal wurde ich von der Vorstellung, genau in diesem Augenblick das Falsche zu tun, in Panik versetzt. Ich wanderte durch eine Gasse und fragte mich verzweifelt, warum bist du hier? Was machst du hier? Wäre es nicht richtiger, da oder dort zu sein und anderswo zu studieren? Warum Paris? Etwas anderes, Wichtigeres. Warum Französisch? Was ist wichtig? So habe ich mich manchmal zerrissen. 45 Jahre später schlendere ich gelassener und angstfrei durch die Gassen. Antworten habe ich auf viele meiner Fragen bekommen, jedoch nicht wenige zweifelsfrei passende Antworten. Ich weiß jetzt, dass Antworten nicht zweifelsfrei beschaffen sind. Ich vertraue mehr
der Intuition, der inneren Führung, die mir von Tag zu Tag und von Stunde zu Stunde andeutet, was zu tun ist. Ich weiß, dass es die innere Führung gibt und wie ich sie erkenne. Darum erlebe ich Paris heute mit freierem Geist, also auch mit weniger Leidenschaft, mit weniger Leid. Das Erinnern ist ohne Wehmut, ohne Weh. Paris tut gut. Lied für schwierige Zeiten. Stürmische Zeiten, der Herbst sich entfaltet. Wir gehen im Regen und fliehen nicht mehr. Was der Frühling begann und der Sommer gestaltet, fällt uns aus den Händen, es darf sich vollenden. Wir trugen so lange und schwer. Für Zeiten hier diese singen wir Lieder, damit sie nicht bleiben, so wie sie jetzt sind. Für Zeiten hier diese singen wir Lieder, im Dunkeln, im Regen und gegen den eiskalten Wind. Den eiskalten Wind. Viele der Freunde sind weitergezogen. Wir bleiben im Lande und singen ein Lied. Wären wir selber gegangen, hätten wir uns betrogen um das, was vergeht und um das, was besteht und um das, was gewiss noch geschieht. Zeiten wie diese singen wir Lieder, damit sie nicht bleiben, so wie sie jetzt sind. Zeiten wie diese singen wir Lieder, im Dunkeln, im Regen und gegen den eiskalten Wind. Den eiskalten Wind. Sinnloses Klagen und hilflosen Zorn. Denn wir wissen, hoch über dem Wolkenmeer funkeln noch immer die Sterne und sind sie auch ferne. Wir haben den Weg nicht verloren. Sollen wir jetzt mal kurz nach Nepal weiterfahren? Da stelle ich mir die Frage, wie kann ich mich ohne einen Spiegel rasieren? Wollen Sie das hören?
Schon seit 3-4 Tagen bin ich in Nepal. Höchste Zeit, mich zu rasieren. Bisher hat es überall, wo ich übernachtete, einen Spiegel gegeben. Also nahm ich keinen mit. Doch in diesem Haus entdecke ich keinen. Bis hoch in den Bergen, in einem Bergdorf, wieder bei jenem Freund, von dem ich berichtete. Die Toilette ist eine enge Kammer, 20 Schritt vom Haus entfernt. Einen Eimer Wasser nimmt man mit. Die Wasserstelle, um Gesicht und Hände zu waschen, liegt auf der gegenüberliegenden Seite des Hauses. Dort badet man im Freien. Solche Verhältnisse kenne ich aus den indischen Dörfern. Sie sind keineswegs primitiv, sondern praktisch. Innere und äußere Reinigung sollen getrennt bleiben. Sie verlangen eine unterschiedliche innere Einstellung. Und sich im Freien Wasser über den Körper zu schütten, erweckt eine solche Lust am Wasser, dass man danach ein eigenes Zimmer zum Baden als halbe Sache empfindet. Kurzum, Spiegel haben in einer solchen Umgebung keinen Ort. Doch mich ohne Spiegel zu rasieren, habe ich nicht gelernt. Ich scheue mich zu fragen, wie Modon, der Freund, wie Modons Vater es macht. Vielleicht geht er zweimal im Monat nach Guncha, zum nächsten Dorf, zum Friseur, der wie vor einer Generation noch in Deutschland auch den Bart rasiert. Die Nepalesen haben, wie dieser Vater und der Freund, spärlichen Bartwuchs. Ich überlege, was es bedeutet, den Alltag ohne einen Spiegel zu verbringen. Man verliert sein Gesicht, den einzigen Teil der Körpervorderseite, der uns unsichtbar bleibt. Man entwickelt ein Selbstverständnis, das unberührt bleibt von der direkten Selbstwahrnehmung und Beurteilung des eigenen Gesichts. Schönheit, Charme, große Nase, kleine Nase, strenges Kinn, weiches Kinn, alles lesen wir vom Spiegel ab und sind dabei unsere bittersten Kritiker und die ungerechtesten. Denn was ist der Blick auf das frontale Spiegelbild des Gesichts anderes als ein Schnappschuss, ein gefrorenes Bild von uns? Erst in der Bewegung und der Zuwendung zu Menschen und Dingen entfalten sich Schönheit, Charme, Anmut, Humor. Bewegung können wir nicht vor dem Spiegel ausüben. Sie braucht die Freiheit von der Selbstbeobachtung. Auch Fotos sind ungerecht. Haben wir nicht erlebt, dass wir zunächst eines Menschen Foto gesehen haben, uns ein Bild von ihm gemacht haben und überrascht waren, wie anders er wirkte, als er vor uns stand? Gewiss, es gibt einen fruchtbaren Augenblick, den ein Meisterfotograf zu treffen sucht. Und immer noch gibt es Porträtmaler, obwohl Fotografien schärfer und genauer sind, eben weil man hofft, sie fangen auch die Seele des Menschen an. Ohne Spiegel zu leben, erhält eine Unschuld, die wir im Paradies kannten. Ist der Apfel der Erkenntnis ein Spiegel? Ist er die Reflexion von uns selbst? Eine gebrochene Selbsterkenntnis? Ich kann mich gut ertragen, wenn ich mir nicht ins Gesicht sehe. Es fällt leicht, sich ohne Spiegel zu idealisieren. Während das Spiegelbild das unebene, hässliche, unerwünschte wie durch ein Vergrößerungsglas zeigt, das eben durch Bewegung, Veränderung im Ausdruck individualisiert und meist gemildert wird, erschafft die Fantasie stets einen erträglichen Menschen. Wer sich über sein Gesicht streicht, spürt dessen Falten und Unebenheiten nicht. Erst ein Spiegel bringt sie hervor. So gesehen in einem kleinen nepalesischen Dorf 2000 Meter hoch.
kommen wir zu etwas ganz anderem. Zahnschmerzen. Schon mal jemand Zahnschmerzen gehabt? Und sich dann selbst auch noch beobachtet dabei? Ich sehe so einige Gesichter jetzt. Ja. Ein Zahn rumort. Der Schmerz bohrt sich in Kiefer und Backe, steigt in die Augenhöhlen, strahlt in die Stirn aus. Bald kann man an nichts anderes mehr denken als an diesen Schmerz. Unweigerlich verfolgt man das Kribbeln und Stechen, Ziehen und Zerren, die Giftfüßchen dieses Schmerzes. Körper und Geist sind dem Brummen und Kreischen, dem Wummern und Stechen ausgeliefert. Nur ein Gedanke, der darüber hinausgeht: Wann hört das auf? Als mir heute Uwe aus Portugal schrieb, ein Zahn müsse gezogen werden, wusste ich, dass er zu keiner anderen zusammenhängenden Tätigkeit imstande sei. Er wollte den Schmerz mit Willenskraft niederringen und schrieb: Ich will gesund werden. Dieses kleine Stück Knochen darf nicht mein Leben bestimmen. Und weiter: Er ist ein Wanderer. Er wollte den Schmerz auswandern. Er ist ein Schreiber. Er wollte ihn zu Ende schreiben. Beides wird nicht gelingen. Zum Schmerz im Mund lässt sich keine Distanz erzwingen. Was macht den Zahnschmerz besonders? Knieschmerzen, Rheuma, Bauchschmerzen veranstalten selten so viel Drama wie ein entzündeter Zahn. Kopfschmerzen sind leichter zu ertragen und zu beheben. Gegen Rückenschmerzen gibt es Abhilfen. Zähne sind, solange sie gesund sind und ihre Arbeit tun, einfach nur Zähne, die man pflegen soll, damit unser Lächeln angenehm bleibt. Sie sind Ausstellungsstücke unserer Befindlichkeit. Im Schmerz wird die Mundhöhle zum Körpermittelpunkt. Sie wird ein intimer Bereich. Das spüren wir vor allem, wenn der Arzt mit seinen Haken und Bohrern, Spiegelchen und Spachteln in unserem Mund arbeitet. Das feine Bohren an unseren Zähnen führt uns tiefer ins Gemüt, fährt uns tiefer ins Gemüt als die meisten ärztlichen Eingriffe. Es erschüttert uns, bringt uns durcheinander, erregt unsere Gefühle der Scham und der Abwehr. Hatten wir bisher gedacht, Herz oder Nabel oder Hirn seien die würdigen Mittelpunkte unseres Körpers und Lebens? Wir sind auf die Erschütterungen der Zahnschmerzen nicht vorbereitet. Wir vergessen, dass die Mundhöhle unser Mittelpunkt sein kann. Stimmt das? Ja. Leider ja. Ja? Die armen Zahnärzte. Und noch eins. In Indien niedergeschrieben über das Verweilen. Die Hauptsache ist, zu verweilen. Das ist nicht das Gegenteil von Weitergehen, sondern der Ausgleich, die Kehrseite, das Einatmen. Ich darf das Verweilen ebenso wenig vergeuden, wie die Gelegenheit zur Arbeit, zum Werk. Das ist für mich eine der schwierigsten Lektionen. Nicht die Stunden vollpacken, weil ich den Tag fangen will, carpe diem, sondern den Tag atmen lassen, anstatt ihn zu erdrücken. Die Muße gehört ebenso zum Werk, wie die angestrengte Erwartung des kreativen Funkens und die Denkarbeit, das Formulieren und das Korrigieren, auch das Verwerfen und die Verzweiflung, weil etwas nicht gelingen will. Ich kenne nur wenige, die dieses Gleichgewicht erreichen. Viele leben exzessiv
weil ihre Energie und ihr Wille zum Tun ihnen das vorzuschreiben scheinen. Sie empfinden es als Heroismus, sich total an eine Aufgabe zu verschenken, an die Grenze ihrer psychischen und emotionalen Kräfte zu hasten. Darunter sind vor allem Menschen in helfenden Berufen, die ihr Berufsideal vor Augen haben und sich ständig von ihm herausgefordert fühlen. Ich empfinde es als Raubbau an der Seele. Ist es letzten Endes ein Ego-Trip? Ist es bedrückend anzusehen, wie sich oft die gute Tat zur Ich-Sucht wandelt? Dann tritt an die Stelle von Dienst die Beherrschung. Diese Umkehrung erkennen nur wenige an sich. Deshalb verweile, Wanderer, verweile auf dem Weg, blicke zurück, blicke voraus und blicke in dich hinein. Und ein letztes, auch in den Bergen in Kalimpong geschrieben, in der Gegend von Darjeeling. Mut und Demut. Das Dilemma ist, dass der Alltag einerseits präzise, transparente Handlungen verlangt, andererseits die Vernunft immerzu fragt, ob es moralisch, emotional, intellektuell gerechtfertigt ist, auf eine bestimmte Weise zu handeln. Mut streitet mit Demut. Klar zu handeln braucht Mut. Abzuwarten, um jede Handlung zu überprüfen, ob sie von Ich-Sucht gesteuert wird oder nicht, braucht Demut. Keines ist vorrangig. Dieses Dilemma ist nicht auflösbar. Deshalb sind unsere Handlungen immerzu angreifbar. Hindus würden sagen, im Alltag gibt es keine unanfechtbaren Entscheidungen, weil wir innerhalb der Sphäre der Maya handeln, der Sphäre der Unwirklichkeit, der Illusion, des Relativen, in der nichts fest und eindeutig, nichts absolut ist. Das ist eine philosophische Erklärung, aber kein Trost. Der Trost liegt allein in der Intuition, der Muße, der Kontemplation und meditativen Praxis. Sie erlauben uns, eine Sphäre anzurühren, die vielleicht nur zwei Augenblicke lang die Früchte von Mut und Demut als eines empfindet. Eine Geschichte, eine wahre. Vor 100 Jahren, exakt vor 100 Jahren, vielleicht an einem Abend wie diesem, da tobte der Erste Weltkrieg in Nordfrankreich. Und der Maler Claude Monet hatte seinen ersten Sohn noch vor dem Krieg verloren und der zweite stand an der Front. Und der alte Vater, über 70, krank, erblindend, hörte von seinem Garten aus, dem schönen Garten mit den Seerosenteichen, den Donner der Kanonen. Und was hat er getan? Er hat gemalt. Woanders fallen Schüsse und Granaten, später fallen Menschen, dann kommt das Gas. Sie liegen in den Schützengräben, der Maler, er muss weiterleben. Er kann nicht kämpfen, helfen oder heilen, er ist viel zu alt, kann nur in seinem Garten verweilen. Mitfühlen und mitleiden. Malt
der Palette seine Farben. Wie Blut fließt das dunkle Rot. Erinnert ihn an alle, die schon starben. Viele Hunderttausende sind bereits tot. Wir blieben in den Feuerzonen. Am Ende werden es Millionen. Es gibt aus diesem Wahnsinn keine Trennung. Aber einen Krieg kann in Wirklichkeit niemand gewinnen. Man kann ihn nur erleiden. Drum malte Trauerweiden. Zeigen. Der alte Maler band ihn in den Schatten hinter den Weidenzweigen. Er taucht den Pinsel in die letzten Strahlen der Sonne, bald hinterm Hügel sinkt. Nur noch ein paar Minuten kann er malen, ehe das letzte Licht in der Nacht ertrinkt. Sein Bild ist wie ein Ringen um den Frieden, für alle, denen er nicht mehr beschieden. Mit Farbe kämpft er gegen Not und Sterben, vielleicht ist die Schönheit ja standhafter als Krieg und Verderben. Und stärker als das Leiden. Malte Trauerweiden.